Okay, wir sind beim letzten Prozentpunkt, sind immer noch auf der Autobahn. Okay, er will nicht mehr. Jetzt rechts abbiegen. Der will nicht mehr. Der will nicht mehr. Ey, wir haben noch 3 Meter. Alter. Das meinst du nicht ernst? Oha. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist Dawood von TV Straßen Sound Drive. Wir machen heute den Hypermiling-Test mit dem Audi e-tron GT. Wir laden die Kiste auf 100% auf, sind gerade bei 97%. Fahren in Richtung Berlin, sind eingeladen zur Premiere von Transformers Film und gucken, wie weit wir mit dem Auto kommen im Efficiency-Modus. Was auf, und ich bin nochmal auf die Audi-Seite gegangen, habe den Audi e-tron GT angeklickt. Wollte ich nochmal zeigen, welche Werte angegeben sind. 501 Kilometer nach dem neuesten Software-Update WLTP. Also ich bezweifle es sehr, sehr hart, dass wir so weit kommen, obwohl wir heute die 100 Kilometer fahren. Der Wagen hat jetzt 50.000 Kilometer runter. Ich bin gespannt. Ein, zwei Mal haben wir es geschafft, von Berlin nach Hannover. Diesmal, ich weiß nicht. Was denkst du, Philipp? Ich glaube, dadurch, dass du jetzt auch wirklich 50.000 Kilometer runter hast, nicht wirklich, dass wir 501 Kilometer schaffen. Und da stellt sich die Frage, ey, ist das okay, dass wenn ein Auto gerade mal 50.000 Kilometer runter hat, direkt so stark quasi die Batterie angegriffen bzw. verbraucht ist? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Das wäre keine Entschuldigung. Nein. Dass wir so viel Kilometer verlieren. Auf gar keinen Fall. Also das ist schon sehr, sehr viel für so eine Preisklasse vor allem. Wie viel ist der Wagen eigentlich wert? Der kostet 130.000 und für 130.000 erwarte ich was. Auf jeden Fall. Und die zweite Sache, wie viel PS die Kiste hat. PS-Zahl liegt bei 530 PS im Overboost. Und von 0 auf 100 angegeben in 4,1 Sekunden, wie hier steht. Aber man soll es auch ein bisschen schneller hinbekommen. Kann sein, dass man da vorne eine 3 auch hinbekommt. In welcher Farbe hättest du den konfiguriert? Zu Beginn stand die Kiste bei 99.000 Euro. Das heißt, entweder Inflation oder der Wagen war so beliebt, dass sie ihn um knapp 8.000 Euro hochgesetzt haben. Ich habe ihn in dem Daytona Grau. Das ist halt die Farbe, ne? Ja, bei dem auf Fahrzeug auf jeden Fall. Du hast letztens gesehen, das ist die Iron Man Farbe von Tony Stark. Das schon. Ja, stark. Dieses bläuliche, dieses helle, das... Das fandst du, glaube ich, nicht so toll, ne? Das fand ich tatsächlich nicht so toll. Wie fandst du letztens dieses Tactical Green, also Taktikgrün? Fand ich cool, aber muss bei so einem teuren Auto jetzt, glaube ich, nicht zwingend sein. Aber kann man machen, wirklich für die Hardcore-Fans. Yeah. Ein paar dicke Schlappen drauf. 100%. Ich habe den einmal in dem Rot gesehen von Lewandowski. Okay. Der hat den zu Beginn seiner oder zum Ende seiner Bayern-Phase auch in Rot bekommen. Natürlich, Audi ist der Sponsor von Bayern München. Und die statten selbstverständlich ihre Topspieler mit diesen Supermodellen aus. Sah auch mega aus. Also ein großer Hingucker. Wir haben es 17,5 Grad. Ist ein sehr guter Wert. Ich werde hier im Eco-Modus die Klimaanlage auf 1 anlassen. Weil auf der Autobahn ohne einen Lüfter ist auch scheiße. Ansonsten, wir haben Sommerreifen drauf, 20 Zoller. Natürlich können jetzt irgendwelche Leute meckern und sagen, ey, mach den Test nochmal mit 17 Zollern, 18 Zollern. Ich weiß, dass die bei WLTP das da auch mit kleineren Reifen machen, aber das nun mal die Sommerreifen und die will ich drauf haben. Alles klar, dann stecken wir die Kiste ab, wir sind bei 99% und begeben uns in Richtung Berlin. Warten noch die letzten Sekunden ab, bis er auf die 100 rüberschneidet. Einmal draufdrücken, sobald es leuchtet, rausziehen und fertig. Aber habe ich ja schon 100 Mal gezeigt und gezeigt, wie leicht das ist. Aber ganz ehrlich, so ein Ding hochzuheben, dass das wiegt und die Kabel... Warum die so dick sind? Die sind mit Wasser gefüllt, um abzukühlen, weil die zu warm werden würden. Hier vorne, wir nullen den Wert. Zack. Nehmen den ersten Fahrer hier rechts mit. Ein Spaß. Und begeben uns in Richtung Berlin. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich sage hier gerade, wir nullen den Wert und ich null ihn gar nicht. Jetzt sind wir auf null. Bitte schön, meine lieben Freunde. 99% direkt das erste Prozentchen nach dem Start verloren. Aber so ist es bei der Elektromobilität. Der Wagen ist ja darauf ausgelegt, dass man hier auf Langstrecke fährt. Es ist ein Grand Tourer und der kann halt mit über 270 kW laden. Da ist es ja selbstverständlich, dass man überwiegend dieses Auto
an einem High-Power-Charger lädt, was ich natürlich auch gemacht habe. Und jetzt bin ich so ein bisschen verdutzt über die erstmal vorgegebenen Werte, wie weit wir wohl kommen sollen. Ich habe das Auto, wie vorhin schon gesagt, im Efficiency-Modus einprogrammiert. Und es gibt mir so ein bisschen zu bedenken. Also, das Auto kostet 130.000 Euro. Darf das schon nach knapp ein Jahr, drei, vier Monaten und 50.000 Kilometer so viel an Reichweite verlieren und den Akku so stark zerschießen, dass man so 100 bis 200 Kilometer Reichweite laut WLTP verliert? Nein, eigentlich nicht. Dann sollten wirklich die Hersteller quasi die Empfehlung bzw. schon fast die Warnung geben, von wegen, ey, nur in den bittersten Momenten an einem High-Power-Charger laden, nur bitte bis höchstens 80% laden. Und die nächste Frage ist, wie teuer ist so ein Akku? Und wie teuer ist der Tausch davon? Das ist ja das Ding. Es wurde ja am Anfang halt auf jeden Fall immer gesagt, soweit ich noch weiß, dass die Akkus ja den größten Teil des Autos ausmachen und halt auch nicht sehr günstig sind. Und dabei auch immer die Diskussion, wenn der Akku kaputt geht, lohnt sich das alles noch? Und jetzt sehen wir ja gerade, die Akkus gehen kaputt. Oder scheint zumindest so kaputt zu gehen. Verschleißen. Verschleißen, also, ja. Der fährt, der kaputt wäre, ein kompletter Defekt. Auf welchem Planeten sollen wir heute fahren? Wir fahren heute, ich glaube, wir bleiben auf der Erde mit dem Raumschiff. Europa schon nicht schlecht. Moskau, Helsinki, Madrid. Hier sieht man den Radius, wie weit man mit dem Ding quasi kommen würde bei der jetzigen Fahrweise. Und schau mal, unser Ziel ist quasi nicht mehr im angegebenen Bereich. Ich kann das nicht. Ich will Gas geben. 90 km/h. Bitte. Das ist schon schlimm. Das ist ein Audi e-tron GT. Ich will keinen LKWs hinterher fahren. Und dann schaffen wir das trotzdem nicht ganz. Aber 100 darf ich. Okay, wir biegen jetzt ab. Ich bin bei 88 km/h. Das macht... Ja, man muss sich halt ein bisschen entspannen. Ich lehne mich mal zurück. Ein bisschen. Mach quasi den Autopiloten an. Und den Abstandsassistenten und lass das Auto einfach mal fahren. Lass uns gleich, keine Ahnung, irgendwie so Urlaubsmusik hören. Fahrstuhlmusik. Irgendwo anders, ja, Fahrstuhlmusik, dass man einfach denkt, dass man irgendwo anders ist. Wenn wir jetzt irgendwie Hardcore-Hip-Hop hören oder den Soundtrack von Fast and Furious, dann wird das hier nichts. Philipp, darf ich ihn überholen? Bitte lass mich auf die linke Spur. Ich will Gas geben. Du hast noch knapp 10 km/h. Also eigentlich ja. Ja, aber dann würde ich links die Autos rasieren, die würden mich alle anrufen. Und sich fragen, warum gibst du nicht Gas, du Spinner? Die 5 Meter musst du. Geht nicht anders. Geil. Machen wir hier nicht LKW-Rennen, das Elefantenrennen mit dem Audi e-tron GT. Ich fahre gerade 91 km/h. Ich bin jetzt sehr eingeschert in die rechte Spur und ich darf wieder 100 fahren. Kennst du den Moment, wenn du weißt, dass du irgendwas falsch machst? Zum Beispiel innerorts 50 km/h erlaubt, irgendwas am Auto ist getuned oder sonst was, und dann fährst du, wenn ein Polizeiauto hinter dir fährt, wirklich nur 50. Dann, mal lieber Freund, wirst du angehalten. Fahr immer die 4-5 km/h schneller, weil dann denken sich die Polizisten auch, ach, bei dem stimmt alles, der hat nichts zu verbergen. Aber jetzt gerade, was denkt sich die Streife hinter uns? Der Audi e-tron GT fährt wirklich nur 100 km/h. Ob du uns gleich rauswinken kannst, jetzt gehen langsam auf die linke Spur. Wir werden gleich hier bestimmt noch ins Auto reingucken. Film ruhig, ach, wir machen nichts Falsches. Aber kein Kennzeichen hier. Die Braunschweiger Polizei ist einmal hier vorbeigeschritten. Mal gucken, ob er noch einschert. Nein, nein. Kein Interesse. Trotzdem denkt er sich, Junge, fahr doch schneller, Junge. Wir müssten dich jetzt sogar überholen. Das ist doch ein Sportauto. Was ist los mit dir? Philipp, fühlt sich schon ein bisschen komisch an, ne? Wenn man an der Raststätte steht und nicht lädt. Ein bisschen, ja. Aber musst du gerade kurz auf Toilette gehen. Genau. Wenn die Blase drückt, dann muss man auf jeden Fall mal los. Und da auch mal ohne laden. Wie ist das? Normalerweise wären wir jetzt an den High-Power-Charger gefahren, auch wenn wir nur 5 Minuten stehen. Aber so, wir müssen es ja ohne Ladung hinbekommen. Wieder auf der Autobahn. Wie findest du den neuen MG?
MG4 Electric. Das ist das Bild. Das ist hat was, ne? Der hat geil, was, ne? Ihr kennt vielleicht alle noch von MG die, diese zweisitzigen Cabrios. Ich glaube, das war damals mal eine englische Firma. Mittlerweile wurden die, glaube ich, von einem chinesischen Hersteller auch verkauft und die haben halt ihre Autos jetzt MG genannt. Also eigentlich voll der Mega-Move. Du bist eine etablierte Marke, die quasi ausgestorben ist, baust ein schönes Elektroauto drumherum und nennst die Marke wieder so. Das ist mega. Und hinter uns verfolgt uns ein Tesla Model Y. Aber der ist auch eher so im Hypermiling-Mode. So langsam werde ich ein bisschen entspannter. Du auch? Ja, also, ich bin nochmal drauf. Wir sind ja bei 100, wir fahren so 110 Grad, weil wir gerade einen LKW überholen. Und die Reichweite pendelt sich so langsam ein. Also im Navi war ja am Anfang der Wert von wegen, ey, wir kommen vielleicht nicht mal nach Berlin. Und ich glaube, das Navi hat ja auch einen, quasi einen Memory-Effekt und weiß, wie ich normalerweise auf der Autobahn fahre, dass der mit 180 durchbretter. Und jetzt, wenn man sich hier wirklich an die 100 km/h hält, so, dann berechnet er jeden Kilometer ein Stück weit runter, schenkt dir sogar mal einen Kilometer. Stau erreicht, bilden selbstverständlich die Rettungsgasse, aber ich glaube, das ist einfach nur eine Baustelle. Hier verengt sich das Ding von 3 auf 2 Spuren. Alles easy. Das drückt dann zwar ein bisschen so den Wert ein Stück weit runter, aber so im Durchschnitt werden wir so bei knapp unter 100 km/h ankommen. Sind gut durchgekommen, keine Verzögerung. Wir stehen jetzt kurz vor Berlin, wir haben es noch 5 km. 43 Kilometer bis zum Kudamm. Wären wir die Ersten, die bei einem Hypermiling geblitzt werden würden. Wir haben gerade den Tempomat auf 100 eingestellt. Das ist gerade in der 80er-Zone reingefahren und hier war ein Blitzer. Zum Glück habe ich noch mal im letzten Moment bremsen können, vor die 80 wirklich 20, angegeben waren. 20 Meter nach dem 80er-Schild. Blitzer. Ja, super. Aber bitte nach vorne filmen. Wir sind in Berlin angekommen. Ach da. Jetzt sind wir in Berlin. Wir haben von Hannover-Linden bis hier an die Stadtgrenze 261 Kilometer gehabt. Wir sind im Durchschnitt genau 100 km/h gefahren. Perfekt. Punktlandung auf jeden Fall. Hier vorne sehen wir den Berliner Bären. Da weiß ich auf jeden Fall immer, dass ich in Berlin bin. Stark. 2 Stunden 37. Digga, man braucht gar nicht zu rasen, wie ich gerade merke. Man kommt trotzdem durch. Jetzt sind wir mit 36% Restreichweite. Ankommen 35. Wir haben 65% verbraucht, aber dafür auch 264 Kilometer weit gekommen. Mega. Also Fazit, man schafft es mit einer Akkuladung von einem e-tron GT von Hannover nach Berlin. Vielleicht sogar von hier aus bis nach Polen. Also wie gerade gesagt, also wir haben jetzt noch quasi 127 soll er kommen. Von hier aus bis nach Polen, also an die Grenzstadt Frankfurt-Oder, sind es ca. 120 Kilometer. Also Hannover, Polen ist wohl quasi drin. Das ist heftig viel. Das ist wirklich gut. Ohne Laden und kommst vernünftig durch, wenn du 100, 110 fährst. Das ist wirklich, wirklich gut. Wenn wir jetzt wirklich so im Efficiency-Modus, weil wir haben die Klimaanlage an, ist nicht so, dass wir komplett ohne Klima fahren. Wir haben es heute 22, 23 Grad. So, wir sitzen hier ganz, ganz cool. Im wahrsten Sinne des Wortes. Alles ist cool. Ja. Also am Anfang war ich sehr, sehr pessimistisch und skeptisch. Jetzt mittlerweile so überzeugt mich das wundervolle Auto wieder. Guck, und schon mag ich den Audi e-tron GT wieder. Zu meiner Linken sieht man die AWOS. Das war damals ein Zuschauerrang für die Autorennen hier. Und ich glaube, mittlerweile wird hier die Formel E langgeführt. AWOS-Tribüne hier vorne. Und dann werden hier die Autorennen abgefahren. Ja Mensch, das ist auf jeden Fall der Deutschland- bzw. fast schon weltbekannte Kudamm. Der Kurfürstendamm. Hier fahren oft, wie gerade auch der Kollege Bilo erklärt hat, die Leute mit ihren Protzkisten hoch und runter, lassen die Motoren aufrühren. Denkst du, mit so einem Elektroauto kann man auch für Eindruck schinden?
Nur von der Optik. Nur von der Optik, absolut, ja. Aber sonst soundtechnisch. Ja, so ein bisschen mit diesem Star Trek, Star Wars Sound schon, aber dann müssten die den schon ein bisschen lauter drehen. Du müsstest halt die ganze Zeit drauf treten und abbremsen. Ey, Ferrari in Grau, natürlich ein sehr auffälliges Auto, aber so, den muss man schon in der knalligen Farbe nehmen. Ja. So rot oder dieses Ferrari-Gelb. Genesis als Diplomatenfahrzeug. Wo werden die produziert, die Dinger? Ist das ein Japaner? Weiß ich gar nicht. Auch starkes Auto. Ja, ja, safe. Ist auch voll Elektro. Die kommen aus Südkorea, ne? Wie du gerade gesagt hast. Ja. Nee. Dann müsste das quasi ein südkoreanischer Diplomat sein. Cool, dass sie mittlerweile ihre Diplomaten mit den Dingern fahren lassen. Einige von denen freuen sich vielleicht, die anderen regen sich auf, dass sie sich immer wieder an die Ladesäulen stellen müssen. Aber da kommen wir alle nicht vorbei. Außer wenn wir Nios fahren. Was findest du eigentlich mit den Batterieswaps? Batterieswap, ultra schlau. Allein krass, wegen, ne? Wenn die Batterien kaputt gehen sollten. So kann er gar nicht. Die sind ja in der Ladestation, die werden geprüft, die werden jedes Mal gecheckt. Und die werden dann auch wirklich nur, ich glaube mit, ich will nicht falsch sagen, ich glaube so mit 80 kW aufgeladen. Ja. Dann immer bis auf 90 hoch und das ist dann der Stopp. Und ich sag, also dieses Batterieswap-Ding von NIO, Game Changer. Ja, absolut. Also ein. Ich bin ja auch sehr, sehr lange Verbrenner gefahren, werde ich vielleicht in Zukunft auch nochmal, Gott weiß. Aber ein Volltank eines, keine Ahnung, ein Volltank eines 60 Liter Autos, Digga, stehst locker 3, 4, 5 Minuten an der Zapfsäule, ja. Bezahlvorgang, also bist du bei 5 Minuten und mit dem NIO bist du schneller. Absolut. Das ist mega. Schau mal, diese Busse sind safe auch alle Elektro. Was steht da drauf? Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Das ist heute so der Promotag quasi, der große Tag vor der Premiere, oder? Yeah. Yo, meine lieben Freunde, wir waren gerade auf der Transformers-Premiere, war auf jeden Fall ein Mega-Film. Und jetzt geht's zurück nach Hannover. Wir sind immer noch auf unserem Hypermiling-Modus. Mal gucken, bis wohin wir es hinschaffen. Alles klar, Freunde, wir haben 102 Kilometer Restreichweite. Woher, warte. Ich schalte selbstverständlich wieder in den Efficiency-Modus. Das sind 105 Kilometer Restreichweite. Wir wollten heute eigentlich zum Audi Charging Hub in Berlin. Der ist hier sogar in der Nähe, 2-3 Kilometer entfernt. Aber wir haben noch 104 Kilometer. Wir dachten, dass wir hier so langsam Ende Gelände haben, aber das wird noch reichen für einige Kilometer. Wir haben noch genau 88 Kilometer Restreichweite. Ich habe den Lüfter sogar aus und die Punktlandungsladesäule ist quasi auch 88 Kilometer entfernt. Denkt ihr, wir schaffen das? Das wird wirklich knapp. Das ist wirklich, wirklich knapp. Das ist auf einen Zentimeter. Aber vielleicht wird diesmal die Schildkröte angezeigt. Kann sein. Lass uns wirklich probieren, so 20 Kilometer vorher. Wenn es zu eng werden sollte, dass wir eine Ladesäule davor nehmen. Auf jeden Fall, ja. Weil jetzt wieder so mit 1%, ich weiß nicht so genau. Nee. Letztes Mal ist es gut gegangen, ob es diesmal wieder gut geht. Nee. Nicht, dass wir auf der Autobahn stranden. Das muss nicht sein. Mann. Nicht um die Zeit. Restreichweite, 67 Kilometer bis zum Charger. Ich sehe mal die Grenze, ja, könnte sehr knapp passen, aber wenn der nicht funktioniert. Achtung, Baustelle auf der A1. Oder wenn wir jetzt wirklich in den Stau landen oder sowas, wir haben es vorbei. Rapuls in Wollin. Was denkst du? Notbremse ziehen? Oder einfach rollen lassen? Und falls es schief läuft, dem ADC erzählen, ey, wir haben einfach eine Reifenpanne.
und dann hochladen. Ne? Alter. Hier, das Batteriesymbol ist gerade angegangen. Ab 50 geht das immer an. Sollen wir es jetzt wagen, bis nach Wollin zu fahren, zum Aral Puls, oder sollen wir hier raus? Wir sollten hier raus. Wir haben hier nur noch 47 Kilometer und 50 dastehen. Ja, okay. Also wenn, aber wenn der nicht funktioniert, dann sind wir Game Over. Ja, deswegen. Nein, ich will heute noch nach Hause kommen, wenn es geht. Also hier rausfahren? Ja, safe. Wir haben ja die Werte. So, Philipp. Wir haben die Werte. No risk, no fun. No risk, no fun. Ah, jetzt hat das, auf jeden Fall. Jetzt hat er es gesagt, jetzt müssen wir es durchziehen. Also ich werde nicht abbiegen. Jetzt fahren wir durch. Wenn der Transformer hier machen will, kann er es tun. Wir fahren bis zum bitteren Ende, meine lieben Freunde. Wir wollen ja hier den realen Hypermiling-Test haben, wenn man hier knapp 100, manchmal 110 fährt. Jetzt sind wir sehr, sehr entspannt gefahren. Haben jetzt nochmal die Klimaanlage ausgeschaltet. Also warte, lass uns das mal den Leuten zeigen. Was jetzt gerade die Entscheidung ist. Ob wir wirklich hypermilen und bis ans Ende gehen, das ist der HPC. Den schaffen. Kein Problem. Der ist easy. Das ist quasi Linie. Dann fahren wir hier lang. Fahren quasi. Genau, hier war ein DC. Ist okay, so 50 kW. Und hier haben wir dann den nächsten HPC. Ja. Und das ist wirklich Grenze. Mehr geht nicht, mehr werde ich auch nicht machen. Und guck mal, das ist jetzt, also wenn der HPC nicht gehen würde, würden wir quasi an den DC kommen. Aber wenn der da nicht geht, dann ist komplett Ende im Gelände. Ja. Also jetzt so langsam bin ich von dem Auto heftig überzeugt, auch von der Reichweite. Ja, also wenn man wirklich sich an die 100 hält und hier mit den LKWs Elefantenrennen macht, dann schafft man es auch. Guck mal, hier links ist die Aral. So, ich abfahren. Noch 800 Meter. Das Ding ist, da stehen 17 Kilometer und da hinten, lass du mal ran, stehen jetzt gerade 60 Kilometer. Also. Und wenn der ausgefallen ist, dann ist es wirklich. Dann ist vorbei. Da muss auf jeden Fall alles sein. Du hast keine Wahl. Jetzt rechts abfahren, ja, sofort rechts. Was sagst du? Du entscheidest. Das ist nicht mein Auto. Du entscheidest. Du bist mit dem Auto. Okay. Ich habe jetzt auf den nächsten drauf gedrückt. Soll ich abbiegen? Ah! Okay. Ey, gibt's andere Car-Blogger oder YouTube-Kanäle, die den gleichen Schwachsinn wie ich machen? Ist so totfahren, glaube ich nicht, nein. Und auch ohne Backup. Hier ist kein zweites Fahrzeug, was uns hinterher fährt und uns mitnehmen könnte. Hier ist nichts, nicht mal ein Generator. Wir können versuchen. Die Klimalage ist aus, ne? Also, ja. Wir können versuchen, die Powerbank zu nutzen mit dem, wie gerade. Guck mal, nein, jetzt mal ehrlich, das ist kein Spaß. Wir haben das Handy, von mir muss geladen werden. Wir laden es gerade nicht mehr an den Stecker vom Auto, sondern an deiner Powerbank, ja, um Kilometer zu sparen. Absolut. Also uns kann am Ende keiner vorwerfen, dass wir hier irgendwelche Hypermiling quasi Fehler gemacht haben oder extra irgendwie Sitzheizung angemacht haben. Das Einzige, was wir anrechnen könnten, ist vielleicht das Licht, was wir jetzt gerade angemacht haben, zum Film. So, okay, aber boah, jetzt ist es wirklich hier so ein bisschen trocken geworden. Ja, man merkt tatsächlich ein bisschen am Auto. Aber nee, jetzt nicht nur wegen der Luft, ich meine allgemein. Ja. Digga, das ist jetzt eine komplette Psychopathenaktion. Ein bisschen. Okay, wir sind beim letzten Prozentpunkt, sind immer noch auf der Autobahn. Mir wird so langsam übel. Hier haben wir die Ausfahrt. Wir müssen jetzt sofort den Charger finden. Also falls wir den nicht finden sollten, müssen wir die letzten Meter schieben. Stell dir vor, die Ausfahrt ist gesperrt. Ja, oder die Säule funktioniert nicht. Ey. Das Ding ist in Erwartung. Bitte in 150 Metern am Ende der Straße links abbiegen gib ihm und der Straße nur noch. Komplett hier Rekuperation eingeschlagen. Ja, Moment. Jetzt links abbiegen. Jetzt 2% mehr, komm schon. Okay, rechts nochmal ADC, siehst du den? Ja, das ist perfekt, Alter. Guck mal, das ist jetzt, guck mal, das hat mir gerade wieder ein Strahlen ins Gesicht gezaubert. Die sind nicht weit weg. Und da ist ein Charger. Ey, nimmt kein Gas mehr an. Gar nicht? Der nimmt kein Gas mehr an. Das ist echt. Oha. Oha. Schieben. Wir können nicht mal schieben, weil da jemand vorstehen. Warum packt ihr die Charger zu? Ich hasse das so extrem. Stark. Mein Fahrer von der anderen Seite drauf. Der rollt wirklich nur noch. Mehr geht nicht.
Jetzt habe ich extra hab alles zugepackt. Scheiße. Jetzt links abbiegen in die Zielstraße. Boah. Ey, fuck. Wie komm ich da drauf? Offroad. Das war noch nicht. Von da rum? Oder hier? Ich glaube, da war schon richtig. Die haben nur davor gestanden. Oder? Also man kann jetzt wirklich noch rollen lassen. Also wir ein bisschen Gas angenommen. Da sind die rettenden Charger. Ja. Guck mal, stehen da irgendwelche Spinner, ja, parken die Ausfahrt zu, die Charger zu. Ja, ich muss jetzt hier in die Ausfahrt reinfahren. Ja. Sorry. Oh, da kommst du auf jeden Fall rum. Stell vor, ich würde irgendeine Tanksäule einfach zupacken. Mit meinem, Elektrofahrzeug. Wie würde das aussehen? Okay. Okay, er will nicht mehr. Jetzt rechts abbiegen. Der will nicht mehr. Der will nicht mehr. Ey, wir haben noch 3 Meter. Alter. Das meinst du nicht ernst? Oha. Digga, soll ich. Film schieb. Digga. Ich schieb mit. Warte, ich bring die Kamera mal zur Säule. Mach du mal hier links hin am besten. Links? Leute, das war natürlich ein Joke. Wir haben noch 3 Kilometer. Stark. Ey, wir freuen uns, ne? Ich hoffe, die Säulen funktionieren. Ich mein's ernst. Ich hab jetzt komplett. Alter, da ist ein scheiß Schild dran, ne? Was steht da? Da ist ein Schild dran. Okay, nee, es tut mir nur. Bei Gewitter ist das Laden von Elektrofahrzeugen verboten. Was? Wie bitte? Bei Gewitter ist das Laden von Elektrofahrzeugen verboten. Was ist das für ein Schwachsinn? Was? Ich hab nie gehört. Ich stand auf gar keine Säule, Alter. Was? Hättet ihr wohl gern. Heftig, Alter. Ah, sind die alten CCS-Charger. 175er Säule. Wer hat jetzt die Karte angenommen? Das passiert gerade wirklich. Alter. Warte, jetzt ist gerade cool. Da steht die genau vor uns in der. Wir halten die Ladekarte dran. Und taucht da nichts auf? Sag mal ehrlich. Das hat gar keinen Spaß. Okay, wir scannen das hier mal ab. Okay, warte. Berühren Sie den Bildschirm. Ah, okay. Start. Keep your RFID card verifying. You are allowed to charge. Okay. I hope it works. Wir stecken den Lader dran. Was sagt sag mir bitte, dass der lädt. Preparing. Und? Wenn er jetzt nicht lädt. Waiting for the preparing. Freundchen, wie wär's mal mit Laden? Aber wenn das jetzt nicht funktioniert, dann ist wirklich vorbei. Ja, weiß ich. Das ist keine künstliche Spannung oder sonst was. Das. Der Kopf hat er immer noch.
So habe ich dich noch nicht gesehen, muss ich sagen. Ich zieh mal eine Jacke an. Jetzt zieht sich schon mal warm an, Alter. Scheiße. Okay. Er hat's geschafft. Auf jeden Fall eine kleine Erleichterung. Kleines Gut. Wir haben es geschafft. Wir sind wirklich bis ans Maximum gegangen. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie viel wir reingeladen haben in das wundervolle Auto. Ich zieh meine Jacke an. Ist wirklich ein bisschen kalt geworden. Wir sind jetzt bei Kilometer 51.790. Bei wie viel Kilometer haben wir gestartet? 51.395. Alles klar. Das heißt, wir sind genau 395 Kilometer gekommen. Ja, sehr genau. Ist auf jeden Fall ein guter Wert. Unnormal. Es ist nicht der WATP-Wert, der angegeben ist von 501 Kilometer. Aber man muss dem zugute halten, wir sind quasi 90-95% Autobahn gefahren. Wir sind mit dem Tempomaten ca. 100 bei Überholvorgängen 110 gefahren, hatten permanent die Klimaanlage im Eco an, haben 20 Toller drauf, bitte einmal auf die Felgen, also knapp 400 Kilometer. Und wenn man jetzt wirklich dieses WATP-mäßige Fahren gemacht hätte, von wegen 33% in der Stadt, 33% in Landstraße und 33% auf der Autobahn und dann wirklich nur auf der Autobahn 100 gefahren wäre, Digga, dann hätte sie locker und die Klimaanlage ausgelassen hätte, dann kann man quasi an der so 450, 500 Kilometer kratzen. Ja, und das mit einem anderthalb Jahre altem Auto. Ja. 50.000 Kilometer. Ja, safe. Das, und der Wagen hat 50.000 runter. Am Anfang waren wir sehr, sehr pessimistisch, aber jetzt... Alles klar, meine lieben Freunde. Abonniert Drive Powered by TV Straßensound. Wir werden sehr viele Tests mit Autos machen. Der Schwerpunkt wird auf Elektroautos liegen, wenn ich die Autos testen werde, weil das mittlerweile meine Passion geworden ist. Aber da wird noch so einiges kommen, meine lieben Freunde. Werdet ihr sehen. Ciao, wir fahren weiter. Wir machen heute einen Langstreckentest mit dem Audi e-tron GT. Letzten Prozentpunkt. Hier seht ihr es ganz genau. Alter, die sind alle ausgefallen, glaube ich. Da steht irgendwas drauf. WLTP 501 Kilometer. Wir gehen in den Dynamic-Modus.